Servus Mädels, willkommen bei Bad Melodie. Der Arnis 300R wurde von Rockstar schon wieder aus dem Spiel genommen. Vorbild ist der Nissan Z Fair Lady, Typ RZ34. Mit seinen 3 Liter V6 hat er 405 PS. Die 100 im Sprint zeigt er nach 4,5 Sekunden an. Er hatte bei Tests eine Maximalgeschwindigkeit von 302 km/h, kostet in Japan umgerechnet 38.000 Euro, in Deutschland nur über Importeur und somit 45.000 Euro etwa. Wir zahlen 2.075.000. So, ab geht's zum Tuning. Durch die Möglichkeit der Panzerplatten sehen wir schon, es ist ein Imani-Deckfahrzeug. Die Farben habe ich wieder beschleunigt. Ich spreche jetzt mal nicht so viel in diesem Video, denn was soll ich euch sagen, dass es 14 Stoßstangen gibt oder 12 oder 9. Ihr seht es selbst und ich weiß nicht, ob meine Stimme so angenehm ist, dass ihr sie unbedingt hören wollt.
Und nun wieder mein Fazit zu dem Fahrzeug. Lohnt es sich zu kaufen oder sollte man es lassen? Es ist ganz schick, lässt sich ganz gut fahren, aber kein Must-Have, es ist nichts Besonderes. Schaut wieder vorbei bei Bad Melody, um Infos zu GTA Online und den Autos darin zu finden.